Hallo, ich bin Steffen Bendix von littlewizard.de. Mit diesem Video zeige ich, wie man seine fertig geschnittene Timeline von Final Cut Pro X an Adobe Premiere übergibt. Das geht nicht auf direktem Wege und aus diesem Grunde bediene ich mich der Software DaVinci Resolve. Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt aus einem Konzert zusammengeschnitten. Ich spiele es mal kurz an. So weiter. Diese Timeline besteht aus verschiedenen Elementen. Zum einen Multicam-Material mit vier Kamerawinkeln. Einmal die Kamera hinten, dann die an der linken Seite, Mitte, rechts und hier unten dem Ton, der kam direkt dann aus der PA raus und ist sauber aufgenommen worden. Des Weiteren habe ich hier den Bandtitel eingefügt. Das ist nichts weiter als eine schwarze Datei mit oder ein schwarzes Bild mit weißer Schrift. Und das Schwarz habe ich rausgelöscht, indem ich die Füllmethode Aufhellen benutzt habe. Dieser Titel wird aufgeblendet mit einem Übergang und er wird wieder abgeblendet. Darüber befindet sich eine Titelspur, die zeigt dann hier den Liednamen an. Und zum Schluss ist hier noch zu sehen, ist eine Aufblende aus Schwarz und am Ende eine Abblende ins Schwarz.